Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974. Erstmal ein kurzer Aufruf für die zwei Leute, die das hier gucken, das weiß ich, das sind eh nicht so viele, weil Let's Plays ist ja jetzt nicht so der Eyecatcher auf meinem Kanal, aber für die Leute, die was tun und die auch vielleicht mal andere Let's Player unterstützen wollen, der Alpha Schief, einfach in den empfohlenen Kanälen gucken, da ist er drin, macht ein Vote, was er denn zocken soll, ich glaube, ihr könnt ihn da mal unterstützen. Anderer Punkt, was das die Meinung zu diesem Game angeht und allgemein zu einem LP, machen wir zum Schluss. Was heißt, dann werde ich nochmal Bescheid sagen, da können ja wahrscheinlich die Leute, die das sowieso nicht interessiert, dann schnell wegschalten. Für die anderen geht es jetzt ganz normal weiter. So, weil viel dürfte nicht mehr sein, sage ich so. So, jetzt machen wir erstmal Spaß mit dem Esel. Das funktioniert. Tja, zum Pferd hat's wohl nicht gereicht. Also bitte. E-U-A? Esel unter Alkoholeinfluss? Nun, ich trinke nicht. Vieh? Freut mich zu sehen, dass die wirklich nützlichen sozialen Traditionen noch immer geachtet werden. So, ich wollte mal was gucken, Elsa. Seltsam üppiges Haar an diesem Esel. Ja. Ich frage ihn besser nicht, wo er gewesen ist. Ja, ich glaube, das ist das, was uns fehlt. Und dann sollten wir alles haben. So. Ein echter Eselschwanz-Schnurrbart. Ja, genau. So, und jetzt müsste... Riecht ein wenig seltsam. Das ist vollkommen egal. Das müsste unseren Job auf jeden Fall reichen. So, jetzt müssten wir einfach eigentlich nur das Ding verlassen. Und wenn alles gut kommt, müsste jetzt Akt 4 starten. Und dann bin ich mal gespannt, wie lange es wirklich ist. Oder ob wir sogar in einer Folge durch sind. Dann musst du jetzt mal ein Wochenende warten, aber pff, mein Gott. Hier gab es so viele Elemente, hier mussten wir sowieso 10.000 Mal warten. Doch, geht weiter. Danke. Akt 4. Schön. Was macht ihr hier? Wir? Ha, nichts. Und das soll ich glauben? Ihr wartet hier auf etwas. Ja. Programme. Besorgt euch ein Programmheft. Gut geeignet als Souvenir. Nur einen Ankh-Morpork-Cent. Damit treibe ich mich selbst in den Ruin. Warum ist die Frau dort an den Felsen gebunden? Ich möchte lösen. Sie hat einen reservierten Platz. Du hast doch behauptet, hier geschähe überhaupt nichts. Es geschieht auch nichts. Aber wenn doch etwas passieren sollte... Dann hat die Frau dort einen Platz in der ersten Reihe. Hilfe! Sie hat um Hilfe gerufen. Auch vielleicht möchte sie jemandem helfen. Na, ich frage mich, wen sie meint. Gib mir eins von den verdammten Programmen. Zur Eröffnung, Fanfaren und Tänzerinnen. Die hinreißenden Bendibel-Schwestern führen ebenso amüsante wie neuartige Kunststücke auf. Ist bestimmt sehenswert. Ja, ist ein guter Opener. Anschließend, Lady Käsedick wird als Opfer dargeboten, um den mächtigen Drachen anzulocken. Ja, ist doch mal ein Main-Act. Ich würde einen Daumen nach oben da lassen. Hauptattraktion, ein Held geht in Flammen auf. Ist Feuer und Flamme. Alter Hitzkopf. Gemütliches Würstchenbraten bei Regen in der Stadthalle. Hilfe! Ja, hatten wir schon. Keine Sorge, wir sind ziemlich sicher, dass ein Held erscheinen wird. Ja, ja, wir auch. Wo? Wann? Glaubst du wirklich? Oh, man kann die Burschen überhaupt nicht aufhalten. Deshalb sind wir hier. Und wenn es nicht klappt, dann begnügen wir uns damit, die Würstchen zu essen. Ja. Jetzt hat die letzte Stunde des Drachen geschlagen. Mit einem wahren Helden bekommt er es nun zu tun. Mit einem wahren Helden? Wo ist er? Hier. Ich meine mich. Hast du alle notwendigen Dinge gefunden? Ja. Jetzt habe ich die Macht. Jetzt bin ich endlich ein Held. He-Man.
coole Sau. Bewaffnen. Ich glaube noch immer, dass deine Chancen nicht besser sind als 1 zu 1 Million. Aber es ist eine Chance. Unsinn! Was kann ein Drache meiner Schleue entgegensetzen, meiner überragenden Intelligenz, meinem überaus majestätischen Hut? Das Biest ist doch nur eine an Größenwahn leidende Eidechse, schuppig, aufgeblasen, feige. Mach so weiter. Kommt bestimmt gut. Wie aus Stichwort. Versteht ihr? Ne? Schwert, Stichwort. Sie können mich buchen. Das war er. Ja, das sehe ich. Das höre ich auch so, ja. Ich habe gesagt, dass du zum Schluss an die Reihe kommst. Kumpel. Na los, Junge. Gib ihm einen ordentlichen Tritt in die Weichteile. Psst. Hör mal, Herr Drache. Könnten wir nicht eine Übereinkunft treffen? Ich meine, ich bin ein Held. Und Helden gewinnen immer. Das ist allgemein bekannt. Andererseits, in einem einigermaßen vernünftigen Universum stünden meine Chancen, dich wirklich zu verletzen, etwa... Wir kennen die Zahl. 1 zu 1 Million? Genau. Spoiler. Genau. Nun, um Beziehungen zu fördern, die für beide Seiten nützlich sind... Ich schlage vor, du haust ab und nervst die Bewohner einer anderen Stadt. Herzlichen Dank für deine Mühe. Genau, es gibt ja so viele Städte auf Ankh-Morpork, also. Hältst du das für den besten Weg, um positive Erfahrungen zu fördern, womit ich vor allem Freude und allgemeines Wohlbefinden meine? Ich denke ja. Ja. Wenn am Ende dieses Tages einer von uns beiden tot ist, glaubst du, die negativen Erfahrungen des Verlierers beeinträchtigen das positive Erlebnis des Siegers? Ja, ja, genau das meine ich. Ja. Ich glaube, ich fresse dich trotzdem. Ach, jetzt hör doch auf! Warum? Habe ich was Falsches gesagt? Nein, es ist nur, ich verabscheue Philosophen. Tut mir leid. Ja, immer in dem Punkt. Und nun, wenn das so ist, nimm dies. Stocus morturus sum. Stocus morturus sum. Stocus morturus sum. Ja. Irgendwas passiert? Nee, ist klar. Vorbei. Das war nicht gut. Überlebt. Er ist ein Held! Es war eine Chance von 1 zu 1 Million. Er hat eine Chance. Na schön, in Ordnung. Mir reicht's jetzt. Was ist mit der Philosophie passiert? Ich geb dir was zum Nachdenken.
Ich bin hier. Und ich kehre bald zurück. Das klang nicht schlecht. Nee, war super, super. Also gute Promo. Das hat er drauf. Und nun sind wir in Akt 4, dem finalen Akt. Dem Endkampf! Okay. Ja. Also wird das wahrscheinlich dann doch noch die nächste Folge auch noch, weil jetzt haben wir ja schon 10 Minuten. Wahrscheinlich bei der nächsten Folge wird dann noch mehr gelabert. So, warte mal, was haben wir denn hier alles? Was ist dann irgendwann, wenn wir den Platz zurückgehen? Eine große, wogende, brabbelnde Menschenmenge. Nun, zumindest kommt sie der menschlichen Natur nahe genug, um höchstens das Interesse von Biologen zu wecken. Das funktioniert. Eine schöne Maid in Not. Naja. Nun, ich meine schöne Maid im übertragenen Sinne. Wenn wir sie retten, sollten wir uns das mit dem Kuss besser schenken. Ja, jetzt habt ihr mal nicht so. Redmond Hering. Requisiten, Irreführungen und falsche Spuren. Der Red Herring. Geil. Bitte? Geil. Was? Du steckst also dahinter? So ist es. Redmond Herring. Ich liefere Plotveränderungen und Ablaufmodifikationen für die Anspruchsvollen. Plotveränderungen und Ablaufmodifikationen? Meinst du damit falsche Spuren, nur für den Zuschauer, lustige Situationskomik und dergleichen? Genau, mein Herr. Ich liefere all jene Dinge, die zur wahren Essenz einer jeden Geschichte gehören. Mit anderen Worten, du gestaltest den Plot einer Story so kompliziert, dass der dumme Protagonist fast immer in die falsche Richtung läuft. Sausack! Ja. Der Fachausdruck heißt Füllwerk. Ja, davon haben wir eine Menge hier. Du kannst dir bestimmt nicht vorstellen, wie dein Tag ohne die von mir vorgenommenen Veränderungen gewesen wäre. Wir wären in 5 Folgen durch gewesen. Doch, das kann ich mir vorstellen. Knall ihm ein. Gut, freut mich, dich kennengelernt zu haben. Nein. Übrigens, du hast das hier fallen gelassen. Mir gehört das nicht. Auf diesem Zettel steht nur ein Wort geschrieben. Tier. Schön. Yes, 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 yes. Damit wird so manches vergolten. Mach's nochmal, mach's nochmal. Rincewind, mach's nochmal. So, können wir mit dir quatschen? Derzeit habe ich nicht den leisesten Wunsch, mit jener Person zu reden. So, da ich bei diesem Spiel ja was gelernt habe, wo was blinkt... Aber was? Großer Felsen? Eigentlich erstaunlich, dass es jemandem gelungen ist, hier einen Felsen zu finden. Immerhin steht die Stadt auf Lehm. Das Da ist doch irgendwas, oder nicht? Da leuchtet doch was, oder? Das ist der Schlüssel für den Drachenkäfig. Yes! Steckt im Strumpfband. Ich glaube, den braucht sie im Augenblick nicht. Wir wahrscheinlich schon. Dann weiß ich auch, wo die nächste Reise hingeht. So, okay. So, was haben wir denn hier noch? Hier kann man nichts machen. Ärgerlich. So, da ist nichts mehr. Was machen wir denn jetzt mit den ganzen Locations, wo gleich nichts ist? Na komm, geh nochmal. Rincewind. Rincewind. So, also auf jeden Fall wissen wir, wo wir hin müssen. Das ist mir klar. Wir haben Schlüssel, also müssen wir da mit Sicherheit hin. Was ist denn jetzt in den ganzen anderen Ecken? Ist da irgendwo was passiert? Gibt's denn da jetzt noch irgendwas? Oder sind die jetzt alle leer, die ganzen Locations? Weil die da alle... Das heißt also,
Sprich, an den Locations ist nichts mehr los, ja? Dann würde ich doch sagen, ist hier eine gute Gelegenheit, hier einen Cut zu setzen. Weil das ist dann ja alles uninteressant, ne? Also hier müssen wir mit Sicherheit als nächstes hin, das ist klar, dafür haben wir den Schlüssel. Komm, gehen wir mal zu Juju, vielleicht gibt es ja da noch irgendwie einen sinnvollen Tipp. Vielleicht ist ja der Kanzler da, wahrscheinlich aber nicht. Warum auch? Drecksack. Kassier ist bestimmt auch 2 oder 3 Gehälter. Ist ja in Nordrhein-Westfalen mittlerweile üblich. Ja. Kleiner politischer Insiderwitz. Das ist das Schöne, wenn man das irgendwie fast live aufnimmt, dann kann man nämlich auch noch schöne Referenzen einbauen. So, da ist bestimmt niemand. Natürlich ist da niemand. Ja, dann würde ich sagen, ich glaube, ihr stimmt mir dazu. Ich setze einen Cut. Und, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Drachenheim. Und wenn ich es recht in Erinnerung habe, weiß ich auch, welchen Drachen wir brauchen. Ich glaube, das war auch der einzige, der da ist. Und ich mache schon mal einen Witz. Wer aufgepasst hat, weiß, wir brauchen Mambo 16. Hail to the King, Baby, ja. Ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, dann in Folge 42. Und dann bin ich mal gespannt, ob 42 nicht die Zahl ist, die nicht nur Douglas Adams gut findet. Sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.